Hallo zusammen. Ich melde mich auch mal nach langer Zeit wieder. Heute soll es mal um das AluCap-Dach gehen und auch um die AluCap-Markise dazu. Im letzten Video habe ich es ja schon mal, habe das gesehen gehabt von innen, wie es aufgestellt ist. Und heute will ich es euch mal vorstellen. Ich habe das jetzt seit zwei Jahren, ich weiß gar nicht genau. Aber ich habe es auf alle Fälle schon ein bisschen getestet, in kaltem Wetter, in warmem Wetter. Das werde ich euch gleich dann auch ein bisschen erzählen, wie es mit dem Zelt so ist. Auch Vor- und Nachteile tatsächlich von dem Zelt oder beziehungsweise von dem Hubdach eigentlich, genauso wie von der Markise. Genau. Dazu zeige ich euch jetzt erstmal ganz kurz, wie das AluCap-Dach montiert wurde, beziehungsweise wie es von außen im zugeklappten Zustand aussieht. Dann bauen wir es mal auf und der Rest ergibt sich dann, denke ich. Genau, springen wir gleich mal drumherum. Man sieht direkt, dass das Dach ein ganzes Stück höher ist jetzt. Und zwar ist es bei dem AluCap-Dach so, wir haben einen Zwischenrahmen und nicht wie bei den anderen Dingen, dass hier nochmal ein Rahmen drauf ist und das Originaldach. Nein, AluCap baut ein komplettes, fertiges Dach. Warte mal, ich steige mal schnell rauf aufs Auto, dann sieht man das, denke ich, besser. Hoppala. So, knarz, krach, zack, so. Und zwar, das ganze Dach ist komplett neu. Das heißt, ihr braucht das alte Dach nicht. Das heißt, wenn ihr wirklich vielleicht ein kaputtes Dach, so wie es bei mir war das Dach nämlich hier so komplett durchgebogen, weil der Vorgänger drauf umgestiegen ist. Deswegen habe ich mich auch dafür eigentlich größtenteils auch entschieden. Man hat auch hier direkt Airline-Stirn drauf, links und rechts. Ich habe noch nichts aufmontiert, es soll noch Solar drauf kommen oder irgendwas. Ich weiß es noch nicht genau. Auf alle Fälle soll Solar drauf, damit ich auch ein bisschen Strom habe. So, dann gehen wir mal da runter. So, die Markise ist direkt an dem Dach montiert. Das sind passende Halter, wenn er mitliefert, beziehungsweise wenn man es montieren lässt, sind die gleich dabei. Genau, hier hinten sieht man es eigentlich nochmal ganz gut, den Zwischenrahmen und das Dach dazu. Genauso wird es abgeschlossen links und rechts, damit keiner reinkommt. Ja, Schloss der eigenen Wahl. Hier sind noch Dämpfer dazu, zum Aufmachen sind die dann. Ist es dann ein wenig besser? Der Halter dazu für die Markise. Genau. Das Auto ist jetzt in dem Zustand mit dem Dach 2,10 Meter hoch. Wie viel Höhe mehr das drauf macht, kann ich jetzt tatsächlich gar nicht sagen. Ich kann es euch ja mal, ich messe es euch einfach mal Dachoberkante bis zur Unterkante Fenster. Und dann könnt ihr es selber sehen an eurem, falls ihr euch das überlegt. So von hier bis hier sind es dann genau 37,5 Zentimeter, was das Dach höher ist, also jetzt ohne die Schienen. Genau. Dann, was haben wir denn noch? Dann machen wir es am besten. Ne, stimmt. Wir fangen mal von innen noch an. Und zwar der erste Unterschied innen drin ist eigentlich tatsächlich. Wir haben jetzt hier eine neue Lampe. Die hat zwei Stufen, hell und noch heller. Uppla. So. Dann sind die Sonnenblenden, sind auch wieder hier dran montiert, aber also ich benutze tatsächlich eigentlich nie. Der einzige Nachteil hier, man kriegt die Sonnenblende nicht ganz vorbei an dem Spiegel. Ist ja wegen der Höhe jetzt anders, weil wir haben jetzt hier oben ein Staufach drinnen. Das ist, schauen wir mal, das Staufach ist 12 cm hoch. Eine Oberkanne, so sieht man es jetzt ein bisschen. Man hat auch ziemlich viel Platz, es ist nämlich auch ziemlich tief. Es ist 27,5 cm tief, also man hat wirklich viel Platz und das ist über die komplette Länge. Und auch von innen sieht das Dach natürlich jetzt ganz anders aus, weil hier ist ja das Bett, beziehungsweise die Fläche, wo man dann oben drin liegt. Hitzetechnisch ist das eigentlich ganz geil, weil das Dach fängt sehr, sehr viel Wärme ab. Das heißt, das ist fast irgendwie so Tropendach. Zwar jetzt nicht durch die Fahrt selber, aber es ist nicht schlecht. Also es wird nicht ganz so heiß im Auto. So, von hinten meidet erstmal den Ausbau, da bin ich noch dabei, das Video kommt noch. Hinten haben wir auch ein Licht und da oben das zweite. Also insgesamt sind es drei Lichter dann, die hier wieder in dem Fahrzeug mit drinnen sind. Das Dach ist zweigeteilt, das heißt, ihr habt hier vorne einen Teil, einen kurzen,
und dann die Liegefläche vom Bett. Jetzt würde ich sagen, machen wir es vielleicht erstmal auf. Dafür habt ihr einfach links und rechts den Clip. Eins. Zwei. Habt ihr schon gesehen? Ich habe das jetzt noch nicht einmal. Also, ich habe es wirklich. Bitte. Die Stoßdämpfer, die heben euch das Dach schon mal wegen aus dem Sattel raus. Selbst wenn ihr jetzt auf was auf dem Dach habt, das machen die mit. Und jetzt braucht ihr es eigentlich nur noch mit der Hand schubsen. Das geht ganz von alleine auf. Dann einfach nur noch den Gummi runterziehen. Und jetzt steht's schon. Sagen wir so, an windlosen Tagen könnt ihr das auch tatsächlich einfach so lassen. Wenn es windig ist, würde ich das immer aufspannen, weil euch das den Schlaf raubt. Also wir haben es tatsächlich einmal gehabt, da haben wir das Ding unten gehabt, weil wir gedacht haben, oh, es ist so eigentlich windig. Aber es hat die ganze Nacht hat es immer den gemacht, immer den. Wir haben nicht schlafen können. Deswegen wirklich das Teil reinmachen. Einfach einhängen. Zack, eine Stange. Zack. Zweite Stange. Dann schaust du es fest und dann wackelt es auch nicht mehr. Das weht nicht, das klappert nicht. Das ist super klasse so. So. Die Alten hatten hier ein dreieckiges, also so ein rechteckiges Fenster, so. Jetzt durch das neue, das ist rund. Das Design gefällt mir auch besser, tatsächlich mit dem runden. Und weil es jetzt auch nur noch, also es sind schon noch zwei Reißverschlüsse, man kann es nach links und nach rechts aufmachen, aber sie sind immer komplett getrennt. Also die waren früher in so einem Eck. Das war wirklich doof. So, dann schauen wir mal nach innen. Also hier diese Unterstellfläche noch. Wenn ich jetzt hier so drunter stehe, senkrecht, habe ich ungefähr so die Türkante. Das heißt, wenn ich hier wirklich hier innen drin stehe und dann habe ich hier auch wirklich ein Dach sogar noch drunter. Das heißt, ich kann die Tür wirklich offen stehen lassen und bin regengeschützt. Jetzt rutschen wir mal rein. Und zwar, um jetzt reinzukommen ins Bett, klappe ich einfach die Seite rauf. Zack. Und schon käme ich ins Bett. Hoppala, rutschen wir mal rein. So. Die Matratze, die ist jetzt schon bezogen. Also ich habe hier einfach ganz normal Spannbettlagen drauf gemacht. Sie ist nicht besonders dick. Deswegen haben wir nochmal tatsächlich was drunter gemacht. Also wir haben hier einfach nochmal so, ja, so Kunstschaffell nochmal drunter gemacht. Das ist die Matratze an sich. Die ist auch in diesem Anthrazit grau. Ich messe euch die mal schnell aus. Die ist 7 cm dick. Ja, ist es nicht viel. Es geht. Mit dem Fell sind es, naja, so 9 ungefähr. Da ist es dann in Ordnung, also das ist dann auch kuschelig, vor allem, weil es halt auch durch das Ding nochmal ganz mehr wärmt als einfach nur diese Schaumstoffmatratze. Kannst du hier mal aufmachen. So. Also das ist wirklich nur so ganz normale, schlichte Schaumstoffmatratze. Da kann man sich natürlich auch überlegen, ob man da mal was anderes reinmacht. Aber für uns geht es jetzt im Moment so. Genau. Man sieht auch schon direkt der Dachhimmel. Vielleicht kriegen wir ein wenig Licht hier rein. Schauen wir mal. So, genau. Der Dachhimmel ist so schwarz gesteppt. Das schaut eigentlich ganz geil aus. Hält auch ein bisschen die Wärme im Fahrzeug und die Hitze draußen tatsächlich. Auch ist es gedämmt, wenn man so dagegen langt. Das ist dick. Also da ist Dämmung drunter. Wie viel kann ich jetzt leider nicht sagen. Und auch was da drunter ist, weiß ich leider nicht. Qualitäts- und verarbeitungsmäßig würde ich sagen, ist es gut. Was mir nicht so gefällt, man sieht es jetzt aber auch gar nicht so. Doch, so sieht man es. Und zwar, das sind irgendwie, ich weiß nicht, woher die kommen, das sind irgendwie Kleberreste oder ich weiß nicht so genau. Das finde ich deswegen schade tatsächlich, aber es sind ein paar so Ecken, immer so Kleinigkeiten, wo ich sage so, wenn das jetzt noch drin wäre, dann wäre es wirklich perfekt. Ja, egal, das, wie gesagt, das sieht man, das, vielleicht ist es auch nur bei meinem Dach so gewesen, bei anderen Dächern ist das vielleicht nicht drinnen. Da muss man halt dann beim Kauf direkt darauf achten und sagen, ja, schau mal, hier ist irgendwas. Genau.
Dann innen drin. Wir haben drei große Fenster. Zwei links, zwei rechts. Die sind rund. Die kann man komplett auch aufmachen. Einmal mit Fliegengitter, einmal zum Verdunkeln. Wenn man die Verdunkelung drauf macht, auf alle drei komplett zumacht und hier die Klappe runter macht, es ist zappenduster hier oben, auch am Tag. Also ihr könnt auch wirklich ganz in Ruhe dann auch am Tag schlafen, falls ihr das müsst. Genau, ein Fenster, zwei Fenster. Und jetzt rutschen wir mal rauf. Ich mache hier mal das Licht aus. Super. Hoppla. Natürlich wieder mit Schuhen im Bett. So, genau, einfach runterklappen. So, hier ist jetzt das zweite Stück Matratze. Das kann man dann wegtun, je nachdem. Ich weiß nicht, wenn man zum Beispiel einen kleinen Hund hat, den kann man den auch hier mit oben rauflegen, wenn man den mit oben haben möchte. Oder man lässt ihn unten schlafen. Oder für ein Kind, für Baby oder was. Das hat hier genug Platz. Weil die Matratze hier ist eigentlich lang genug für die meisten. Ich messe euch die mal schnell aus. Die Matratze an sich ist 1,80 lang. Wenn man jetzt noch das Polster mit dazu nimmt, was ich nehme, weil ich bin über 1,80, müssen wir mal das noch dazu. Das sind nochmal 50 cm dazu. Plus, dass ihr immer noch hier hinten so viel Luft habt. Das sind dann immer noch 18 cm. Also habt ihr eine komplette Länge von. Und wenn ich jetzt auch mal bis hinter, bis zur Kante gehe, weil hinten ist auch immer noch Luft. Die komplette Länge von dem Zelt ist, Sekunde, 2,63 m. Also das Zelt ist innen 2,63 m lang. Ich denke, das langt locker. Da können wir wahrscheinlich sogar zu dritt drin pennen, wenn zwei in die Richtung liegen und einer von unten. Oder mit einem Kind oder weiß der Kuckuck. Von der Breite her. Es ist eigentlich auch ziemlich großzügig. Schauen wir mal so. Bumm, bumm. So, also wir sind bei 1,30 m. Von der Gesamtbreite. Das reicht im Normalfall auch locker zum Schlafen. Ich war eigentlich noch was zum Fenster. Ein Fenster, zwei Fenster und hier ist das dritte große. Das dritte große, das könnt ihr auch komplett aufmachen, hat auch ein Fliegengitter und ihr könnt sogar dann halt auch nachts offen lassen, sollte es regnen oder was, könnt ihr immer noch auflassen, weil durch das Vordach hier nicht reinregnet. Also sind wir schon beim richtigen Thema, Regen. Wie lange hält dieses Zelt Regenstand? Also tatsächlich ist es nicht nur ein Zelt, sondern es ist zweilagig. Also es ist wirklich eine Außenhaut hier, die ist richtig, richtig dick und es ist nochmal eine Innenhaut, die ist richtig, richtig dick. Und da ist wirklich Luft hier dazwischen. Das heißt, es isoliert schon mal an sich ein bisschen. Und es schützt natürlich auch deutlich vor Durchnässung, indem man halt immer die Innenwand berührt und es von außen hin regnet, wie beim klassischen Zelt. Dann irgendwann sifft es dann durch. Das passiert bei dem hier erstmal gar nicht so schnell. Was wir gemerkt haben, als wir wo waren wir denn? Garmisch waren wir, glaube ich. Da hat es 4 Tage lang hat's durchgeregnet. Also es hat wirklich geregnet, nicht nur ein bisschen. Und die einzige Stelle, wo es dann nass wurde, war halt, Sekunde, ich schau mal, weil Licht ankriege hier, so, war hier unten im Eck. Hier unten im Eck hat man dann gemerkt, wie es nass wurde oder wie es feucht wurde. Natürlich ist es halt die Stelle, wo sich dann auch wirklich alles sammelt von oben. Also es regnet hier runter, auf der Außenseite natürlich, und sammelt sich hier und läuft ab. Hier wurde es feucht. Wir hatten keine Standheizung zu dem Zeitpunkt. Das ist wahrscheinlich auch ein Grund, warum es dann überhaupt durchfeuchtet hat. Hätten wir von innen Wärme gehabt, wäre es wahrscheinlich auch nicht passiert, weil es hatte ungefähr so 4 Grad ungefähr, also 4, 5 Grad plus Regen. Aber es war trotzdem ohne Standheizung hier drin eigentlich gemütlich. Es war in Ordnung. Natürlich, wir haben eine Decke gehabt, aber mit Standheizung, wenn man dann gesagt hat, man hätte jetzt 20 Grad gehabt, wäre das gar kein Problem gewesen. Und ich denke auch, dann hätte das Zelt länger als 4 Tage durchgehalten. Genau. Gibt es für innen noch was zu sagen? Eigentlich nicht. Sagen wir es mal so, wenn man drin liegt, dann ist das eigentlich schon ganz geil. So, man hat links, gerade, rechts, also man kann wirklich gut gucken, hat viel Platz. Ich auch als Großer komme hier locker rein und raus. Genau, dann machen wir mal Schluss für hier oben. Mache ich mal alles wieder zu. Wichtig ist, dass wenn ihr es zumacht, ihr diese Verblendungen nur so weit zumacht, weil ihr sonst das Dach nämlich nicht zukriegt, weil es auslüften muss. Also die Luft, die hier drinnen ist, muss ja raus.
Deswegen nie ganz zumachen. Das vordere müssen wir zumachen. Das überlappt sonst bloß. So, genau. Das lassen wir, das machen wir noch ein bisschen zu. Wobei, das passt eigentlich. Können wir auch noch ein bisschen aufmachen hier. So. Genau. Dann machen wir die Klappe mal auf. Ah, mein Bänder. Zack. Na genau. Was ich noch vergessen habe, es gibt noch zwei Leselampen. Eine links, eine rechts. Die sind nur in einer Stufe an, aus. Reicht eigentlich. Wie gesagt, wenn man oben drin ist, hat man hier tatsächlich nochmal eine Lampe in zwei Stufen. Eins, zwei. Eins, zwei. Reicht eigentlich auch. Ja. Ob man jetzt da noch andere Farben braucht, irgendwie rot für gegen Insekten und sowas. Geschmackssache. So, dann schauen wir mal runter. Und zwar hat das Dach ja noch ein zweites Feature. Und zwar nicht nur, dass ihr dann hier die Stehhöhe habt, weil es ja wirklich hoch ist. Also ich bin jetzt 1,86 Meter bin ich jetzt groß. Und ich kann hier nicht an das Dach reichen. Also mir fehlen wirklich nochmal 30, 40 Zentimeter. So, jetzt ziehen wir es mal hoch. Und das ist der zweite Vorteil. Ihr hättet jetzt über die komplette Länge von dem Fahrzeug Stehhöhe. Ja, hier vorne zwar ich nicht ganz, aber das sind sowieso die Sitze. Hier sind sowieso die Sitze, links und rechts. Von daher hättet ihr sowieso. Aber ich habe jetzt eben den Vorteil, zum Beispiel, ich habe jetzt den Ausbau so gewählt, dass ich in der Mitte meinen Kasten habe. Das heißt, ich kann hier trotzdem immer noch irgendwas tun, irgendwas wursteln, irgendwas wackeln. Und wenn das Bett oben ist, dann habe ich da wirklich massig Platz zu. Im allergrößten Notfall könnte ich hier zum Beispiel einfach einen Kocher herstellen. Ich könnte hier kochen, das würde hier abziehen. Ich hätte hier das Licht dazu zum Arbeiten. Also habe ich hier genug Arbeitsfläche und Licht dazu. Von daher perfekt. Und soll das mal wirklich kacke draußen sein, habe ich auch immer noch die Markise. Die machen wir jetzt einfach mal dazu mit auf. Das ist vom AluCap die Shadow On 270 Grad Markise. Ich habe den nächsten Scheißfleck hier drauf. Die macht man tatsächlich einfach nur mit zwei Reißverschlüssen auf. Eins. Zack. Zwei. Möchte ich immer schön bis ganz oben, sonst kriegt man es nicht auf. Da sind jetzt schon Heringe drin. Die haben wir tatsächlich noch nicht einmal ausgepackt hier, weil man sie einfach tatsächlich nicht braucht. Dann haben wir hier einen Haken. Zack. Den zweiten. Und den dritten. So, und dann seht ihr schon, wie sich das Ding entrollt. Und dann müsst ihr eigentlich nur noch hier oben das rausnehmen. So, jetzt hänge ich euch mal ein Stativ rein. Das hat er eigentlich fertig. Für einen sommerlichen Tag oder für einen Regentag reicht es im Normalfall. Ihr hättet jetzt hier noch einen Fuß, zusätzlich noch, den ihr runter machen könnt, wenn ihr wollt. Ich habe tatsächlich vielleicht, glaube ich, ein einziges Mal runter gemacht. Geht, braucht man aber nicht unbedingt. Da würde er dann hier so stehen. Ja, dann kann man tatsächlich auch das Zelt noch abspannen. Die habe ich tatsächlich auch noch nie raus in den zwei Jahren, wo ich jetzt das Zelt habe. Hier, hier und dort. Es ist komplett freitragend. Ihr könnt hier dann auch was weiß ich, irgendwelche Lampen noch hermachen oder irgendwas. Das hat das Ding jetzt nicht. Irgendwelche Beleuchtungen sind auch schon so Löcher, da kann man irgendwas hinmachen. Ja, es ist variabel, das heißt, es passt tatsächlich auf jedes Fahrzeug. Ihr habt hier den einen Halter für die Ecke und hier verschiedene Loch. Breiten für welches Fahrzeug auch immer ihr das hinbauen wollt. Das geht auch wirklich auf jedem Fahrzeug, was man halt zeitlich einen großen Träger hinmachen kann. Oder vielleicht sogar auf dem Dachträger mit speziellen Haltern. Das weiß ich jetzt nicht, was man da so auf dem Markt kriegt.
Platzmäßig sind hier drunter. Schau mal, wo ist mein Meter? Also von der Rückseite vom Fahrzeug, wenn ich das mal so anlehne hier, bis daher habe ich 1,70 Meter. Und von der Seite vom Fahrzeug habe ich 1,80 Meter. Also es ist schon richtig, richtig viel Platz, den ich hier drunter gewinne. Sollte es wirklich mal schlechtes Wetter geben. Oder halt auch, dass ich einfach mal so sonnig sein, dass ich ein wenig einen Schatten brauche. Genau. Was hier noch zu sagen ist, hier sind überall noch Halter für Füße. Hier ist auch überall Klett dran, ringsrum. Das sieht man. Denn es gibt tatsächlich hier noch ein Vorzelt für. Das heißt, man kann tatsächlich hier ringsrum noch ein Zelt hinklemmen. Dann hätte man wirklich einen komplett geschlossenen Raum über die komplette Breite. Ich habe den jetzt nicht, weil ich das nicht brauche. Für mich war es wichtig, dass ich wirklich innerhalb von Minuten abbauen, aufbauen kann. Deswegen habe ich auch tatsächlich, also zumal auch der Fuß eigentlich fast nicht benötigt wird, den Fuß draußen hier. So, machen wir mal wieder zu. Einfach dann hier wieder rein. Zugedreht, fertig. Insgesamt sieht das Setup eigentlich dann so auch ganz schick aus. Also lässt sich sehen. Zu dem Shadow On von Alucap, der Markise, kann ich eigentlich tatsächlich fast nichts Negatives sagen. Sie könnte beim Defender ein bisschen fester sein insgesamt. Auch wenn ich das jetzt hier bis ans Maximum hinspanne, dann, also wenn ich das wirklich auch bis an die Kante hinspanne, es ist ein bisschen, ja, es schwankt ein bisschen. Also es könnte ein bisschen fester sein. Ansonsten ist die Markise wirklich wunderbar, auch von der Steifigkeit. Könnt ihr hier an die Ecke sogar fast hinhängen. Das ist gar kein Problem. Das Dachzelt wiederum, muss ich auch sagen, es ist sehr, sehr gut verarbeitet. Es hat eigentlich wenig Stellen, wo ich sage, da könnte es besser sein. Eine davon ist vielleicht hier so diese Unterkante. Diese hier. Ich weiß, natürlich sollte es hier spannen und nicht hier unten. Aber hier könnte schon ein bisschen weniger Stoff noch sein. Mir ist es ein bisschen zu viel hier an der Stelle. Genauso auch die Verspannung im Zelt selbst. Das hätte hier auch besser sein können, vor allem für den Preis, was das Zelt doch aufruft. Aber ansonsten bin ich eigentlich vollkommen zufrieden damit. Und das jetzt so nach anderthalb Jahren hat es auch bis jetzt noch keinerlei Verschleißstellen gegeben, die sich jetzt irgendwie abbilden. Eine Stelle ist bloß die hier da. Das sieht man auch ganz leicht. Da, wo der Gummi immer sitzt, der reibt dann hier hin und her. Da reimt es ein bisschen durch, aber ansonsten eigentlich nichts. Insgesamt, wenn ihr das Setup so kauft, das Dachzelt mit der Markise plus Einbau vom Fachmann und TÜV, seid ihr so bei 12.500 Euro ungefähr. Die Markise allein kostet, glaube ich, auch so 2.500. Also Markise und Dachzelt 12.500. Ist natürlich eine Stange Geld, aber für mich war es eben die einzige Lösung, um mein Setup so ausführen zu können, wie ich es gerne haben wollte. Und auch durch das kaputte Dach die einzige Wahl für mich. So, dann bauen wir die ganze Sache mal wieder ab. Denn es geht eigentlich auch innerhalb von Minuten. Und vor allem, es geht auch alleine. Ihr braucht keinen zweiten Mann oder Frau, je nachdem, wen ihr dabei habt.
So schnell ist das Ganze dann auch wieder zusammengebaut. Eine Sache will ich noch sagen, und zwar, ihr könnt oben tatsächlich auch Bettzeug drinnen lassen. Also ihr schafft es wirklich, die Matratze, den Topper und ein normales Bettzeug drin zu lassen. Wenn es kein dickes Winterbettzeug ist oder zu viel Bettzeug, irgendwie 3 Kissen, was weiß ich, 5 Decken oder was, dann geht's nicht. Aber mit 2 Decken, 2 Kissen, ganz normales Bettzeug könnt ihr oben drin lassen. Ihr müsst es nicht jedes Mal rauf und runter räumen, wie vielleicht in manchen Dachzelten. Ich weiß, da gibt es auch Dachzelte, die können das. Aber hier auch ein großer Vorteil, ihr müsst nicht alles rauf und runter räumen, jede Nacht, wenn ihr wieder schlafen gehen wollt. End vom Lied, also ich kann eigentlich tatsächlich nichts Negatives groß zu dem ganzen Konzept Alucap, Dachzelt und Markise sagen. Es ist insgesamt gut durchdacht. Preislich natürlich ein sehr hoher Rahmen, aber qualitativ würde ich tatsächlich sagen, gibt es wenig auszusetzen. Wenn ihr jetzt noch Fragen, Anregungen oder genaues Detailwissen von dem Alucap-Dach haben wollt, schreibt es mir einfach unten in die Kommentare, ich beantworte euch das gern. Ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß. Und für alle, die mir jetzt schon länger folgen und noch auf Videos von dem Innenausbau warten, die kommen bald. Ich bin noch drüber, ich will es aber nicht alles Step-by-Step filmen. Ich will euch das dann fertig zeigen, beziehungsweise die Steps, die ich dann mache, fertig zeigen. Das ist so viel Planen und so viel Detail. Grusch, das schaffe ich zeitlich alles gar nicht zu filmen, beziehungsweise zu dokumentieren. Genau, ansonsten dann noch viel Spaß und auf Wiedersehen.